Ich habe eine Bombe im Rucksack. Das schrie der Angeklagte im Burger King am Munzburger Damm. Ein Zeuge verfolgte den Mann, stoppte ihn und dann kam auch schon die Polizei. Prozess im Amtsgericht Barmbek. Ein Tag zuvor hatte der 26-Jährige sogar auf Facebook gepostet, für die ISIS spreng ich eine Bombe in die Luft. Heute der Prozess, der Angeklagte äußerte sich, redete sich raus, meinte, ich habe es doch nicht ernst gemeint, ich wollte die Menschen aufrütteln. Die Richterin sah das anders, 8 Monate auf Bewährung, verurteilt wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens.